Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu dem Gesetzentwurf, Dankeschön, sind bereits wesentliche Aussagen jetzt gerade gefallen. Auch wesentliche Zahlen sind genannt worden. Ich werde mich deshalb für die AfD relativ kurz fassen. Das muss ich ja auch. Wenn man feststellt, dass man, oder wenn man es weiß, dass man auf seinem Konto in den roten Zahlen ist, dann verursacht das zuerst einmal Ärger, denn Geld fehlt. Der Ärger steigt noch, wenn man sich dann bewusst macht, dass für dieses fehlende Geld auch noch relativ hohe Zinsen zu zahlen sind. Ob es jetzt 10% oder 14% sind, beides ist sehr hoch. Und es ist natürlich, dass sich dann auch Politiker finden, die den Betroffenen aus diesem Ärger heraus helfen wollen und damit Punkte machen wollen, das ist auch ganz legitim. Allerdings, was die Linke hier vorschlägt, wäre ein einseitiger Eingriff in den Wettbewerb. Der Wettbewerb führt dazu, dass andere Banken Ähnliches tun, dass andere Banken die Sparkassen beobachten, dass man sich gegenseitig beobachtet. Es ist darüber hinaus selbstverständlich zu beachten, dass Banken und Sparkassen eine Menge Kosten zu tragen haben. Kosten für Personal, für Ausstattung, für Filialen, für Computerwartung und so weiter. Diese Kosten müssen selbstverständlich erwirtschaftet werden. Und wenn sie in einem wesentlichen Bereich, wie hier bei den Dispozinsen oder Überziehungszinsen, nicht mehr erwirtschaftet werden, dann werden sich die Sparkassen Ausweichmöglichkeiten suchen. Die Ausweichmöglichkeiten bestünden darin, Gebühren zu erhöhen oder Kredite in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Immobilien, zu erhöhen. Das wiederum führt dazu, dass Kunden, insbesondere gute Kunden, abwandern, selbstverständlich. Noch dazu, wo es inzwischen Usus ist, dass man beim Wechsel von Konto saftige Prämien bekommt. Ich habe das selbst vor kurzem erlebt, aus einem gewissen Anlass. Ich habe eine dreistellige Prämie für den Wechsel des Bankkontos erhalten. Auf der anderen Seite würden, Frau Ries hat das auch schon gesagt, würden Kunden, die öfter Probleme haben, zu Sparkassen wechseln. Und wenn man sich diesen Prozess eine Zeit lang vorstellt, kann man sich auch vorstellen, dass die Sparkassen dadurch in Probleme geraten würden. Üblicherweise ist es so, dass höhere Risiken höheren Zinsen entgegenstehen. Höhere Risiken, das heißt, Leute, die öfter Probleme haben damit, ihr Konto auszugleichen, unter diesen Leuten gibt es öfters Ausfälle, sodass die Banken, die Sparkassen in diesem Fall, auf ihren Kosten und ihren Lasten sitzen bleiben. Also die Effekte, die durch dieses Gesetz erzielt würden, wären rundherum mittelfristig und längerfristig negativ. Ich sage es nochmal, ein erhöhtes Risiko erfordert ganz einfach auch erhöhte Zinsen. Das ist ein Grundsatz des Kreditwesens, das ist auf der ganzen Welt so. Nur hier in Europa versucht zurzeit die EZB an diesen Grundsätzen sich vorbeizumogeln. Das geht vielleicht noch eine Zeit lang gut, aber auf die Dauer wird es nicht nach unserer Auffassung gut gehen. Und aus diesen Gründen lehnt die AfD diesen Gesetzentwurf der Linken ab. Es kommt ein weiterer Punkt hinzu, der hier zu nennen wäre, der noch nicht genannt worden ist. Höhere Zinsen haben einen gewissen positiven erzieherischen Effekt. Man sieht das in der Eurokrise, da wo die Zinsen niedrig, künstlich niedrig sind, da werden Schulden gemacht, Druff und der Wetter. Während auf der anderen Seite die Gläubiger, die Sparer hier in Deutschland vor dem Problem stehen, Nullzinsen bei gleichzeitiger Inflation. Sie werden also schleichend enteignet. Auch aus diesen Gründen wird die AfD diesem Gesetz nicht zustimmen. Was nun das Bargeld betrifft, so ist damit ein sensibler Punkt angesprochen.
Auch wir sehen das mit Sorge, dass der Umgang mit Bargeld für die Menschen, für die Bürger verteuert, zuerst verteuert, dann eingeschränkt und am Ende gar abgeschafft werden soll, was eine wesentliche Einschränkung der bürgerlichen Freiheit wäre. Soweit sind wir noch nicht. Frau Ries hat es gesagt, noch nicht. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir aufpassen, damit es nicht dazu kommt. Meine Damen und Herren, das waren die wesentlichen Punkte, weshalb die AfD diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.